Hallo Leute, Marc hier von Heldenthal. Auch in diesem Video möchte ich wieder einen Trade mit euch besprechen. Es geht wieder um das Thema Orderflow. Ich habe eine Videoaufzeichnung mitgebracht und ich möchte euch erneut einen Einblick in das Orderflow und Volumen Trading bei Heldenthal geben und euch ein paar neue Konzepte zeigen und wie ihr die profitabel anwenden könnt. Viel Spaß dabei. So, willkommen am Bildschirm. Wir legen auch direkt los. Die Aktie, die ich getradet habe, ist die Siga-Aktie. Die können wir hier sehen, das Kürzel hier. Und hier kam eine interessante Nachricht raus, denn die Firma hat wohl eine Impfung gegen Affenpocken rausgebracht, beziehungsweise ist da in der näheren Betrachtung und ja, dementsprechend hat sich die Aktie da in den letzten Tagen verdoppelt. Ja, also die Aktie kam so von ca. 7 Dollar und du siehst jetzt hier, die hat hier zum Teil 17 Dollar gekostet und hier liegt auch schon eins der wichtigsten Learnings, was ich dir in diesem Video mitgeben möchte. Dieses grau hinterlegte, das ist die außerbörsliche Handelssession, also nach Börsenschluss beziehungsweise vor Börseneröffnung und hier hat sich die Aktie über Nacht stark nach oben bewegt. Und hier muss man jetzt einfach aufpassen, denn ja, oftmals, wenn so eine Nachricht rauskommt, dann ja, bewegt sich die Aktie entgegen der Nachricht. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier offensichtlich erstmal scheinbar eine positive Nachricht gesehen und trotzdem wird die Aktie im Handel abverkauft. Ja, also ab dem Zeitpunkt hier wurde die Aktie ja dann nur abverkauft. Die Aktie ist im Laufe des Tages über 20% gefallen. Und ja, warum ist das so? Ganz einfach, weil Marktteilnehmer, die diese Aktie schon vorher gekauft haben, bevor die Aktie rauskommt, jetzt anhand dieser guten Nachricht und der großen Preisbewegung nach oben ihre Gewinne realisieren. Ja, stell dir mal vor, du kaufst die Aktie für 5, 6 Dollar und auf einmal schaust du morgens rein in deinen Account und jetzt steht die bei 17 Dollar. Was machst du dann? Du realisierst deine Gewinne. Ja, und genau das passiert hier auch. Ja, das erkenne ich daran, dass die Aktie vorbörslich hier ein Hoch macht. Und dann sehr, sehr weit von diesem Hoch eröffnet. Also hier war die Eröffnung. Und dass die Aktie hier so nach unten driftet und weit von diesem Hoch weg eröffnet, ist ein schlechtes Zeichen. Und dementsprechend war ich hier Short eingestellt, also um auf fallende Kurse zu setzen. Da gab es auch bezüglich der Analyse mehrere Hinweise drauf, nach den Vorgehensweisen von Heldenthal, dass die Aktie hier ordentlich nach unten durchrutschen kann. Und so ist das dann auch geschehen. Ich möchte jetzt mal kurz zeigen, ja, wie ich meinen Einstieg gemacht habe und ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich bin kurz vor der 14 Dollar Marke eingestiegen, ja, also ich bin ja, kurz vor dem Preisbereich hier eingestiegen, aber fallende Kurse gesetzt und warum ich das da gemacht habe, das möchte ich dir jetzt mal zeigen und zwar ich spule hier einfach ein bisschen vor in dieser Aufzeichnung, denn ich gehe hier jetzt ein bisschen rein, so, konzentrieren uns jetzt hier auf diesen rechten Teil, ja, das ist eine Orderflow Heatmap, ja, also das hier alles. Das ist eine Orderflow Heatmap, das ist Heldenthal Bookmap. Wir sehen in den Balken die Limit Orders und die Kreise sind Market Orders. Ja, das ist ein Orderbuch. Wer noch nicht genau weiß, wie das Ganze funktioniert, der kann gerne auf unserem Kanal das Video suchen, Preisbildung und Orderbuch verstehen. Können wir auch gerne nochmal in der Beschreibung verlinken, dann sollte das verständlich sein. Und ja, mit dem Tool gab es jetzt eine interessante Situation, die ich dir zeigen möchte. Und diese Situation, da zoomen wir gleich noch näher rein, war in diesem Bereich hier. Hier haben wir nämlich gesehen, wie sich größere Marktteilnehmer positionieren und was genau ich da gesehen habe, zeige ich dir jetzt. Ich gehe jetzt hier mal ein Stück nach vorne. Ja, und ich glaube, ich gehe jetzt gleich hier mit der Maus drauf. Ja, schau mal, hier. Das hier ist eine Kauf-Market-Order. Also hier hat jemand gekauft. Über 30.000 Aktien. Ja, merken wir uns mal. Dann gehen wir ein kleines Stückchen weiter. Hier 19.000 Aktien gekauft und noch ein Stück weiter rechts 26.000 Aktien gekauft. Ja, das bedeutet, hier wurde richtig viel reingekauft in diese Preise. Ja, es war so circa die 14.30. Ja, hier wurde richtig Market abgedrückt, aber, und das ist das Entscheidende, der Markt, der kam hier durch dieses Level einfach nicht durch. Und das liegt daran, dass ein Marktteilnehmer, ein großer Verkäufer hier absorbiert hat. Ja, das nennen wir, ich schreibe es hier mal hin, Absorption. Ja, das soll ein R sein. Ja, also eine Absorption ist ein Orderflow-Event. Ja, das kürze ich mal mit OFE ab. Und diese Orderflow-Events, die entstehen dann, wenn sich große Marktteilnehmer wie Banken, Hedgefonds, Wertpapierhandelsfirmen etc. im Markt positionieren. Ja, die hinterlassen Fußspuren, die handeln mit sehr viel Kapital und die versuchen, ihre Position unauffällig im Markt unterzubekommen. Und ja, wir versuchen eben davon zu profitieren, indem wir uns mit diesen Marktteilnehmern positionieren. Warum machen wir das? Ganz einfach. Schau mal, wenn
wenn Banken und Fonds und Versicherungen und wie sie alle heißen, so eine Aktie verkaufen möchten, schau mal, was dann mit der Aktie passiert. Ja, die Aktie fällt ja mehrere Prozent. Die ist, ja, ich glaube, 20, 25% innerhalb des Tages gefallen. Ja, weil Angebot und Nachfrage bewegt den Preis. Und wenn große Marktteilnehmer verkaufen, dann willst du auch verkaufen. Und mit solchen Tools hier kannst du das sichtbar machen und kannst dementsprechend gute Einstiege generieren. Ganz wichtig auch nochmal hier an dieser Stelle, das, was wir hier jetzt sehen, das ist ein Tool, das ist Heldenthal Bookmap. Aber diese Information musst du auch richtig interpretieren. Ja, das heißt jetzt nicht, dass du einfach eine x-beliebige Software kaufen kannst und dann wirst du zum profitablen Trader. Du musst auch die Konzepte dahinter richtig verstehen. Also bedeutet, du musst die Information richtig interpretieren und anwenden. Wie das funktioniert, lernst du in der Zusammenarbeit mit Heldenthal. Dementsprechend, nachdem ich diese Absorption hier gesehen habe, ja, dass die Marktteilnehmer hier halten, war das nächste Interessante die 14-Dollar-Marke. Das nennen wir Large Order, ist auch ein Order-Flow-Event. Und kurz bevor diese Order durchbrochen ist, habe ich das Ganze genutzt und habe mich short positioniert. Und ja, wie du sehen kannst, nachdem diese Order gebrochen ist, ging es richtig los. Ja, und deshalb auch nochmal der Hinweis, das, was wir hier sehen, das sind Informationen. Ja, also hier in so einem Orderbuch, das ist ein visuelles Orderbuch. Und es ist ganz wichtig, dass du verstehst, wie man diese Informationen richtig interpretiert. Denn viele würden jetzt, was ja auch vielleicht gar nicht falsch ist, wenn man es intuitiv betrachtet, würden jetzt erstmal denken, hey, auf der 14-Dollar-Marke, hier ist ja viel Nachfrage da. Ja, hier stehen über 30.000 Aktien im Orderbuch, die jemand kaufen möchte. Das ist ja jetzt wie eine Wand. Ja, jetzt kann ich ja hier einen Long Trade eröffnen, kann kaufen und den Stop dahinter und dann läuft die Aktie nach oben. Ja, und ich zeige dir dieses Beispiel, um dir einfach zu verdeutlichen, dass ein Tool alleine dich nicht profitabel macht. Du brauchst auch das richtige Wissen. Denn in diesem Beispiel habe ich zum Beispiel genau die umgekehrte Strategie gewählt. Ja, manchmal in einem bestimmten Marktumfeld ist das so, dass diese Order hält und der Markt nach oben läuft, dann kaufe ich. Aber in so einer Situation, wo das Marktumfeld und die Situation eine ganz andere ist, da möchte ich einsteigen, ja, wenn das Ganze hier rausgenommen wird und das Ganze Fahrt aufnimmt. Wie gesagt, ja, welches Marktumfeld für welches Szenario am besten geeignet ist, also dass wir davon weglaufen, dass wir durchbrechen, alles Teil der Ausbildung und der Zusammenarbeit mit Heldenthal. Ja, aber ich habe mich eben dafür dann entschieden, hier einen Short Trade zu eröffnen. Stop, logischerweise hinter dem großen Marktteilnehmer, der absorbiert. Dementsprechend, ja, wenn du dir das mal anschaust, ja, recht kleiner Stop hier mit großem Potenzial. Ich muss auch ehrlich zugeben, der Tag hatte auf jeden Fall Rekordpotenzial. Ich habe den Trade hier nicht gut gemanagt am Ende. Ja, ich bin hier mit der letzten Position ausgestiegen. Das war nicht unbedingt ganz optimal, da war ich nicht ganz aufmerksam. Aber das passiert halt auch mal. Ich kann jetzt auch nicht mehr tun, als es beim nächsten Mal versuchen, besser zu machen. Ja, und ich möchte dir einfach nochmal zeigen, das ist ja, der Tag, wenn man rauszoomt. Ja, das heißt, du siehst auch hier unten größere Orders im Orderbuch. Auch einer der Vorteile beim Aktienmarkt, dass wir so einen transparenten Einblick hier haben und hunderte Level nach oben und nach unten sehen. Und das ist einfach wie ein Magnet hier für den Markt. Ja, und dementsprechend hat man hier auch ja, sehr, sehr gute Gewinnziele. Ja, du siehst hier unten noch mehr Liquidität im Orderbuch, die dann auch nach und nach abgeknabbert wird. Ja, dann auch das hier findet man im Aktienmarkt, in Aktien, die Nachrichten haben des Häufigeren. Schau mal, hier ist jetzt auf der 13 richtig, richtig viel Angebot reingekommen. Ja, also das sind fast 1 Million Aktien, die hier verkauft werden möchten. Ja, auch da gibt es dann natürlich ja, interessante Strategien, die man an solchen Bereichen fahren kann. Ja, aber das war jetzt mein Trade, den ich gemacht habe. Ich hoffe, es wurde verständlich, warum ich den Trade eingegangen bin, wie ich das genutzt habe, wie ich die Absorption genutzt habe, mich mit dem großen Marktteilnehmer positioniert habe. Und ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Schreib mir doch gerne mal einen Kommentar, ob für dich was Neues dabei war. Und falls du diese Konzepte auch in deinem Trading integrieren möchtest und das Ganze sogar noch mit einem 50.000 Dollar Trading-Konto und ohne eigenes Verlustrisiko, dann schau doch gerne mal auf der Seite www.heldenthal.com vorbei und bewirb dich gegebenenfalls für eine Zusammenarbeit.